Hallo meine Lieben, heute bin ich nicht zu sehen, aber wenigstens gibt es nach langer Zeit mal wieder ein Rezept. Und zwar machen wir heute leckere Nutella-Kringel mit Mandeln. Und los geht's mit den Zutaten und der Zubereitung und alle Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Infobox. Wir brauchen einen Blätterteig, außerdem natürlich Nutella, hier habe ich gehackte Mandeln und wir brauchen ein verquirltes Ei. Den Blätterteig habe ich mir hier schon ausgerollt und jetzt halbiere ich ihn mir einmal in der Länge. Dafür klappe ich mir das einmal hier kurz zusammen, markiere mir das hier, wieder aufklappen und durchschneiden. Die eine Hälfte streiche ich dann mit Nutella ein, nicht zu dick. Die andere Hälfte wird dann darüber geklappt. Jetzt habe ich die Mandeln leider vergessen mit reinzutun, dafür gebe ich sie dann nachher drüber. Also wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt über die Nutella noch Mandeln verteilen und den Blätterteig dann erst darüber klappen. Und jetzt schneide ich mir ca. 2 cm breite Streifen runter. Nun nehmt ihr euch hier so einen Streifen und verzwirbelt ihn. Dann hier zu so einer Schnecke formen. Und diese Unterseite versteckt ihr direkt hier unter dieser Schnecke. So sollte das Ganze dann aussehen und wird auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech gelegt. Mein Backblech mit Lochung kann ich euch übrigens gerne unten in die Infobox verlinken. Dann streichen wir das verquirlte Ei über die Nutella-Kringel und verteilen dann die gehackten Mandeln drüber. So kommen die Nutella-Kringel jetzt bei 200 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Backofen, bis sie schön goldbraun werden. Das kann 15 bis 20 Minuten dauern. Und fertig sind die leckeren Nutella-Kringel. Wer möchte, kann zum Schluss noch etwas Puderzucker draufstreuen und genießen. Falls ihr das Rezept mal ausprobieren solltet, würde ich mich wie immer über eure Fotos freuen mit dem Hashtag CookBakery auf Instagram. Und jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss!